Thank you.
laufen oder hier? Herzlich willkommen, einen schönen guten Tag. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen hier aus der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin zur Auszeichnung Das politische Buch 2021. Ja, diese Auszeichnung, die hat bereits eine gute und lange Tradition hier in der Friedrich-Ebert-Stiftung. Seit 1982 gibt es diesen Preis. Und ich darf jetzt schon vorwegnehmen, dass die Auszeichnung in diesem Jahr an Andreas Kossert geht und sein Buch Flucht, eine Menschheitsgeschichte. Ich heiße Shelley Kupferberg, ich bin freie Journalistin, freue mich heute ein wenig durch diese Preisverleihung zu führen und darf nun für die Begrüßung zunächst Martin Schulz zu mir auf die Bühne bitten und das ganz real und physisch, Mitglied des Deutschen Bundestages und Vorsitzender seit neuestem der Friedrich-Ebert-Stiftung. Schön, dass wir heute hier sein können, Martin Schulz. Freut mich auch. Alle reden über Corona, zumindest sehr, sehr viele Menschen. Hat es Sie denn da erstaunt, dass die Jury ein solches Buch wie dieses, das sich also mit Flucht als Menschheitsgeschichte auseinandersetzt, auszeichnet? Nein, das hat mich nicht erstaunt. Wenn man das Buch liest, erschließt sich einem, warum die Jury auf diesen Preisträger und auf dieses Buch gekommen ist. Es ist ein bewegendes Werk, ein Buch, das die aktuelle Debatte über die Migration, auch über Migrationspolitik einordnet in einen größeren, auch historischen, aber auch sehr individuellen Zusammenhang. Also Erfahrung von Menschen, die auf der Flucht sind, aktuell, aber eben auch die Einordnung von deren Erfahrungen in größere Zusammenhänge einer längeren Menschheitsgeschichte, Flucht und Vertreibung als Phänomen der menschlichen Existenz, der gesellschaftlichen Realität zu allen Zeiten darzustellen, das ist das große Verdienst dieses doch sehr bewegenden Buches. Ja. Warum ist es Ihnen ein Anliegen, nicht nur als Friedrich-Ebert-Stiftung? Ich habe schon vorneweg gesagt, dieser Preis hat wirklich eine lange Tradition. Auch Ihnen persönlich, Martin Schulz, das politische Buch zu würdigen? Naja, wir leben in Zeiten eines schnellen Verbrauchs von Wahrnehmung und auch Informationsaufnahme und einer schnellen Verwertung von Informationsaufnahme und einer damit in meinen Augen auch verbundenen Entwertung der Einordnung der aufgenommenen Informationen in Sachzusammenhänge. Letzteres ist die Grundvoraussetzung für eine konstruktive, gegebenenfalls kontroverse, aber zielorientierte Debatte. Und wir erleben ja, dass das immer weiter verloren geht, dass oberflächlicher argumentiert wird und in der Kombination mit oberflächlicherer Wahrnehmung zugespitztere Kontroversen laufen, die am Ende inhaltsleer sind, weil sie nur noch geführt werden, um die andere Seite zu attackieren, zu verletzen, herabzuwürdigen. Eine der gefährlichsten Entwicklungen, wie ich finde, im öffentlichen Diskurs. Demgegenüber steht das Buch nach wie vor geradezu wie ein Granitblock der Abwehr dieser Entwicklung. Bücher bedürfen der Zeit, um sie zu lesen. Sie bedürfen der Zeit, um sie zu schreiben. In der Tat. Und ganz persönlich haben Sie auch einen großen Bezug zu Büchern. Völlig klar. Wir werden das Buch von Andreas Kossert heute von allen möglichen Seiten bespiegeln, in unterschiedlichsten Konstellationen und Gesprächen. Was erwartet uns ansonsten in diesen anderthalb Stunden? Eine spannende Darstellung eines Menschheitsphänomens, einer historischen Realität, die zu allen Zeiten für die Betroffenen bittere Realität war und zu allen Zeiten auch Ausfluss politischen Willens. Wir dürfen ja nicht unterschätzen, dass die Grundvoraussetzung von Flucht, Terror, Vertreibung, Krieg, auch Tötungsabsicht, genozidale Strategien sind und in zunehmendem Maß auch im 21. Jahrhundert Flucht vor dem Klimawandel, vor der Verödung, der Versteppung, vor der klimatischen Veränderung der Lebensumstände von Menschen. Deshalb ist das ein hochaktuelles Buch und deshalb bin ich der Jury offen gestanden dankbar, dass sie Herrn Kossert diesen Preis verliehen hat, weil damit natürlich auch symbolisiert wird, dass wir
neben der Förderung des Buches als Medium, als Ebert-Stiftung natürlich inhaltlich auch mit diesem Preis deshalb so zufrieden sind, weil er die Entscheidung der Jury repräsentiert, dass dieser Preis ja nicht von selbst, nicht von ungefähr verliehen wird. Das politische Buch ist ein ganz wichtiger Bestandteil für uns der öffentlichen Auseinandersetzung. Und dass dieses Thema gewählt worden ist und dieser Autor zeigt, dass es ein hohes Bewusstsein für eines der Phänomene gibt, die bleiben werden, auch wenn Corona vorbei sein wird. Leider muss man sagen. Ich danke Ihnen erst einmal für diese einführenden Worte, Martin Schulz. Ich habe Ihnen zu danken, aber will dem Dank vielleicht noch eins hinzufügen. Ich danke mir natürlich als Vorsitzender der Ebert-Stiftung auch allen Beteiligten der Jury. Ich danke dem Verlag. Ich finde, dass der Siedler Verlag da auch eine mutige Entscheidung getroffen hat, dieses Buch zu verlegen. Und ich danke natürlich Herrn Kossert für ein außergewöhnliches Werk. Martin Schulz. Danke Ihnen. Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ja, und Andreas Kossert werden wir natürlich auch gleich kennenlernen, das ist klar. Aber nicht nur, liebes Publikum, ich freue mich sehr, gleich mit wichtigen Stimmen dieses Landes ins Gespräch zu kommen mit Andreas Kossert und Olga Krasnova und Navid Kermani. Ich werde Ihnen natürlich alle noch ein bisschen ausführlicher im Laufe dieses Nachmittags vorstellen. Und wir möchten gerne auch mit Ihnen ins Gespräch kommen. Und Sie kennen das sicherlich alle, denn wir sind ja inzwischen tatsächlich Expertinnen und Experten geworden, wenn es um Virtuelles geht. Also mit anderen Worten, nutzen Sie gerne den Chat. Ich werde jetzt in einem größeren Gespräch einige Themen aufmachen aus diesem Buch und wir sind wirklich gespannt auf Ihre Fragen und Anmerkungen. Schreiben Sie uns einfach, wie gesagt, in den Chat. Wenn Sie eine Frage haben, wenn Sie es kurz und knackig hinkriegen, dann freuen wir uns. Wenn nicht, dann ist das auch kein Problem, weil wir haben eine wunderbare Publikumsmoderatorin heute hier. Tanja Hille darf ich Ihnen vorstellen, da steht sie schon bereit und ist wahrscheinlich genauso neugierig auf das, was von Ihnen kommt. Und an gegebenen Zeitpunkten und Stellen werden wir dann immer wieder schauen, was sich im Chat tut. Ja, und nun bitte ich physisch und virtuell auf die Bühne Dr. Andreas Kossert, Olga Krasnova und Dr. Navid Kermani, der uns live zugeschaltet ist. Herzlich willkommen. Ja, da sind wir jetzt alle beieinander. Sie können es jetzt sehen auf dem Bildschirm. Navid Kermani hat sich zugeschaltet. Herzlich willkommen auch an Sie. Toll, dass das technisch klappt. Ich möchte Ihnen alle drei ProtagonistInnen ein wenig vorstellen. Das hatte ich schon angekündigt. Ich möchte gerne mit Andreas Kossert, dem Preisträger, beginnen. Baujahr 1970, studierter Historiker, aber Slawistik und Politik, das waren auch seine Studien. Hat am Deutschen Historischen Institut in Warschau gearbeitet, lebt seit 2010 als Historiker und Autor in Berlin, ist spezialisiert auf die Geschichte Ostmitteleuropas und hat schon mehrere sehr interessante und empfehlenswerte Bücher geschrieben. Kalte Heimat zum Beispiel, die Geschichte der deutschen Vertriebenen nach 1945 und Ostpreußen, Geschichte einer historischen Landschaft. Für seine Arbeit wurde ihm der Georg Dejo Buchpreis verliehen und jetzt also ja, der Preis. Das politische Buch der Friedrich-Ebert-Stiftung. Herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite aus, Andreas Kossert. Vielen Dank. Vielen Dank. In der Mitte, Olga Krasnova, Jahrgang 1984, geboren in Baku in Aserbaidschan und als sogenannte, ich finde dieses Wort so fürchterlich, Olga, aber ich sage es dennoch, so ist die offizielle Bezeichnung, Kontingentflüchtling. Als offizieller Kontingentflüchtling kamen Sie bzw. Ihre Familie mit ihr 1996 nach Hessen. Sie lebt heute in Berlin, ist Absolventin des Deutschen Literaturinstituts Leipzig, hat während ihres Studiums längere Aufenthalte in verschiedenen Ländern gehabt, in Polen, in Russland, in Israel und erhielt dann 2011 das Grenzgängerstipendium der Robert-Bosch-Stiftung. Es gab ein viel beachtetes Debüt, der Russ ist einer, der Birken liebt. Dafür gab es dann auch Preise, Klaus-Michael-Kühne-Preis und den Anna-Segers-Preis und dann folgten auch weitere Bücher, die juristische Unschärfe einer Ehe, Gott ist nicht schüchtern, der verlorene Sohn und gerade erschienen ist ihr Sachbuch
bin absoluter Fan von diesem Sachbuch, aber nicht nur von dem, Die Macht der Mehrsprachigkeit. Herzlich willkommen, Olga Krasnova. Und Navid Kermani, der uns eben zugeschaltet ist, 1967 als Sohn iranischer Immigranten in Siegen geboren, lebt heute als freier Schriftsteller in Köln, ist habilitierter Orientalist und Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Er war Long-Term Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin und hatte mehrere interessante Stipendien. Für seine Reportage Einbruch der Wirklichkeit war er im Herbst 2015 auf der Balkanroute unterwegs und hat berichtet über die verheerende Situation von geflüchteten Menschen. Für seine Romane, Essays, Reportagen und Monographien erhielt er unter anderem den Kleist-Preis, den Hölderlin-Preis, den Josef-Breitbach-Preis und den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Zuletzt ist erschienen von ihm Morgen ist da, Reden, eine Redensammlung. Herzlich willkommen, Navid Kermani. Hallo. Guten Tag, hallo. Jetzt können wir Sie auch hören, das ist sehr schön, prima. Ich würde ganz gerne erst einmal von Andreas Kossert selbst hören, was Ihnen genau, es ist nicht das erste Mal, dass Sie sich mit Flucht und Vertreibung beschäftigen, das konnte man bereits an den Buchtiteln ahnen, die ich hier gerade vorgetragen habe, aber dennoch, warum ist das Thema Flucht für Sie als Historiker so zentral und was war der Antrieb für dieses Buch genau? Ich habe lange Zeit in Polen gelebt und mich mit historischen Landschaften beschäftigt, die ethnisch vielfältig komponiert waren. Und mich hat immer interessiert, wie Nationalismus seit dem Ende des 19. Jahrhunderts in diesen Regionen letztendlich mit seiner negativen Kraft auch diese Multiethnizität zerstört hat. Und dann kommen wir automatisch, wenn wir auf das östliche Europa blicken, immer wieder zu diesen Fragen, Zwangsmigration, Pogrome, Verfolgung, Flucht und Vertreibung. Und da war es eigentlich fast nur naheliegend, auch zu fragen, was ist eigentlich aus diesen Menschen geworden, die diesen einst multiethnischen Kosmos, diese Mikrowelten verlassen mussten. Und da hatte ich mich dann natürlich erstmals mit den deutschen Flüchtlingen, die vor allen Dingen von dort auch weggehen mussten, beschäftigt. Aber es sind ja natürlich Fragen, die alle Menschen, die dort vor Ort gelebt haben oder leben, auch sich stellen mussten. Denn viele Menschen sind ja dann auch dort zwangsweise angesiedelt worden quasi und haben die Plätze von anderen eingenommen. Und das war eben immer wieder eine Herausforderung. Und ich finde, diesen Teil Europas kann man nur verstehen, wenn man letztendlich auch über Flucht, Vertreibung und erzwungenen Heimatverlust spricht. Und das war sicherlich, sage ich mal, so die Ausgangsmotivation für mein Thema. Aber es ist natürlich auch die Geschichte meiner eigenen Familie und die sicherlich auch immer einen Resonanzraum geschaffen hat, dass meine beiden Eltern eben als Kinder flüchten mussten und auch die Geschichten von Flucht und Heimatverlust mich seit meiner Kindheit eben einfach auch begleitet haben. Die also immer präsent waren. Ja. Um so ein bisschen auf die Machart des Buches schon jetzt zu kommen, das Buch erzählt die Geschichte der Flucht vor allem über Berichte von Betroffenen. Es stellt Flüchtlinge als Individuen dar. Und ich glaube, das ist eine große Stärke und auch eine ganz interessante Erzählhaltung in diesem Buch. Warum ist Ihnen dieser individuelle Blickwinkel so wichtig gewesen? Wir haben in einem Monat begehen wir den Weltflüchtlingstag am 20. Juni und dann verdichtet sich immer die Berichterstattung für wenige Tage und dann hören wir, jährlich 60 bis 80 Millionen Menschen sind auf der Flucht weltweit und das sind so abstrakte Zahlen und die werden immer wieder kolportiert, aber ich finde, dass man Flucht als Phänomen eben überhaupt nicht erfassen kann, wenn man sich nicht die individuellen Geschichten anhört. Und dabei geht es eben nicht darum, dass man irgendwelche Kontexte versucht zu relativieren, sondern das sind unterschiedliche Ursachen, Kontexte, aber trotz allem ist es wichtig, dass Flüchtlinge eben einen Namen und eine Geschichte haben. Und die habe ich wenigstens versucht, in Fragmenten so zusammenzustellen, dass sie eben wenigstens eine Ahnung von dem vermitteln, was es eben heißt, erzwungenerweise die Heimat zu verlieren. Navid Kermani und Olga Krasnova, auch in Ihren Werken sind ja Menschen
auf der Flucht oder wir lernen sie nach der Flucht kennen. Warum ist, Olga, diese Perspektive wichtig, gerade mit Blick auf mediale Debatten, die wir immer wieder haben, in der Menschen auf der Flucht eben oft als anonyme Masse ja tatsächlich dargestellt werden. Genau das, was Andreas Kossert gerade gesagt hat, diese abstrakte Zahl von 20 Millionen, kann sich keiner vorstellen. Genau, diese 20 Millionen, das klingt, erstmal klingt das eigentlich sehr bedrohlich. Und wir vergessen oft tatsächlich, oder es wird oft einfach nur von einer Masse von Menschen gesprochen, aber es wird nie tatsächlich über das eigene individuelle Schicksal gesprochen und darüber, was es überhaupt bedeutet, dass die Flucht niemals freiwillig erfolgt, sondern dass es erzwungenermaßen ist. Und es ist auch so wichtig zu verstehen, was überhaupt auf der Flucht geschieht. Und Navid Kermani würde ich auch ganz gerne fragen, auch jemand, der in seinen Werken immer wieder von Flucht erzählt, das Individuum als solches mit seiner eigenen Geschichte, wie sehr spielt es für Sie immer wieder eine Rolle, um zu begreifen auch, was es heißt, geflüchteter Mensch zu sein? Naja, also es wäre beinahe komisch, nicht über Flucht zu sprechen, weil das Phänomen so unglaublich allgemein ist. Also jeder von uns, also in der gesamten Menschheitsgeschichte kommt es vor wie Liebe, wie Hass, wie Hunger, wie Tod. Flüchtlinge gehören zur Wirklichkeit und auch wenn wir es, vielleicht gehört auch die Verdrängung der Flüchtlinge, gehört auch die zur Wirklichkeit, wobei ich den Eindruck habe, dass das in unserer Zeit paradoxerweise besonders deutlich geschieht, diese Verdrängung, als ob das etwas Besonderes wäre. Aber wenn wir uns umschauen oder wenn wir das wunderbare Buch von Herrn Kossert lesen, dann lernen wir ja, dass Flucht etwas ist, was die Menschen seit jeher begleitet. Und diejenigen, die heute oft gleich dominant oder herrschen, sind diejenigen, die vorgestern oder vorvorgestern geflohen sind. Insofern ist es eigentlich eher die Frage, wieso sollte Flucht nicht vorkommen oder wieso kommt sie so selten vor in unseren Diskursen? Wir wissen zwar, dieses Thema wird auch in Zukunft noch weiter zunehmen, dramatisch zunehmen in Bezug etwa auf die Klimakrise, aber es ist in keinster Weise neu. Es ist auch interessant, ich glaube, in jeder Familiengeschichte wird sich ja das Thema in irgendeiner Weise finden, aber Navid Kermani, was Sie gerade sagten, dass es eine Menschheitsgeschichte ist, das hat Martin Schulz auch eingangs ja nochmal betont. Da möchte ich nochmal kurz auf die Machart des Buches zurückkommen. Andreas Kossert, wie lässt sich denn anhand individueller Erfahrungen dann eine universelle Menschheitsgeschichte erzählen, wie es im Untertitel des Buches ja heißt? Also mir ging es darum, kein enzyklopädisches Werk zu schreiben, sondern tatsächlich über individuelle Fragmente, biografische Details, wenigstens eine Ahnung von dem ja fortwährend aktuellen Phänomen Flucht und Heimatverlust zu vermitteln. Und ich glaube, was eben ganz wichtig ist, dass wir alle auch Geschichten von Flucht und Heimatverlust in uns tragen, in allen Gesellschaften. Und deshalb ist es natürlich auch eine unendliche Geschichte. Und ich glaube, wir alle können eigentlich in dieses Buch auch unsere eigenen Erfahrungen mit hineinschreiben. Und das, was Navid Kermani gerade gesagt hat, ist eben, es ist ja, ich bin Historiker, ich habe keine Glaskugel, ich kann nicht in die Zukunft schauen, aber das, was ich an historischen Erfahrungen versucht habe, in dieses Buch hineinzubringen, lässt natürlich auch ahnen, was im 21. Jahrhundert uns noch bevorsteht und dass uns einfach eben Flucht nicht gleichgültig macht, nicht abstumpft, sondern tatsächlich, und wir merken das ja gerade in der Pandemie, wie dieses Thema auf einmal weggerutscht ist, nicht mehr die Schlagzeilen bestimmt, weil wir auf einmal als vermeintlich sesshafte Gesellschaften sehr mit uns selbst beschäftigt sind. Und dann merkt man auch wieder, wie schnell das Thema Flucht dann auch peripher werden kann. Vermeintlich sesshaft. Ja, in der Tat. Und es stimmt, dieses Phänomen, das Navid Kermani auch gerade beschrieben hat, dass wir immer so die letzten Geflüchteten sozusagen vielleicht noch im Blick haben, aber nicht ein paar Jahrzehnte weiter zurückgehen, wo einem ja nochmal bewusst wird, auch anhand des Buches, dass Flucht wirklich wie ein roter Faden sich durch die Menschheitsgeschichte und auch durch dieses Land, was Deutschland ist, zieht. Wie ist denn das zu erklären, Olga Krasnova? Haben Sie dafür irgendwie eine Erklärung, warum unser Kurzzeitgedächtnis offenbar das nicht wirklich auf dem Schirm hat? Denn ich habe ja auch festgestellt,
Und schon gesagt, ich glaube, jede Familie kann irgendwas von Flucht und Vertreibung erzählen. Ich glaube, das ist eigentlich ein interessantes Paradox, diese sesshaften Gesellschaft, was ein wahnsinnig schöner Ausdruck dafür ist. Zum Beispiel meine Familiengeschichte, es gab eigentlich keine einzige Generation, die nicht entweder von der Flucht oder von der Migration betroffen wäre. Und auch jede einzelne Generation hat schon fast eine neue Muttersprache bekommen. Das seit 5 Generationen haben wir schon fast 5 Sprachen durch. Und das wird sich weiter so fortziehen. Und hier in Deutschland ist es aber auch, das ist auch sehr brüchig, diese sesshafte Gesellschaft. Das ist, natürlich gibt es viel Immigration. Und das ist auch interessant, dass das nie erwähnt wird im Diskurs. Was ist das eigentlich für unsere Gesellschaft in Deutschland? Wer gehört dazu und wessen Geschichten werden erzählt? Weshalb zum Beispiel reden wir von einer sesshaften Gesellschaft, aber wir erwähnen nicht, dass wir so viele ehemalige Gastarbeiterinnen haben, deren Geschichte vielleicht auch Teil des Diskurses hier sein sollte. Das ist immer, der Fokus wird immer nur auf bestimmte Menschen gelegt. Und das ist natürlich auch immer die Frage der Macht, wessen Geschichten werden erzählt, wessen Geschichten werden aufgeschrieben. Und das ist das sehr merkwürdige Phänomen in Deutschland, weil eigentlich sind wir überhaupt keine sesshafte Gesellschaft. Ja, auch nochmal ein wichtiger Hinweis, dass genau diese Struktur, die irgendwie total asymmetrisch scheint, ja auch ein Wir definieren zu vermag, eine große Macht hat. Andreas Kossert, in Ihrem Buch, da werden auch immer wieder literarische Quellen ja herangezogen und Sie bezeichnen Literatur, auch das fand ich sehr interessant, als Seismograf der leisen Zwischentöne. Sehr schön ausgedrückt. Was meinen Sie denn damit? Was machen diese literarischen Quellen gerade für einen Historiker wie Sie dann so reizvoll? Was Navid Kermani gerade gesagt hat, ist ja wirklich spannend. Flucht ist eine der ganz großen Konstanten auch der Literatur. Also es ist ein ganz großes Thema der Menschheit und deshalb auch in der Literatur. Und oftmals ist es ja auch in Belletristik oder Lyrik eine autobiografische Verarbeitung von eigenem Erleben. Und ich habe über Jahre, Jahrzehnte so viel zu diesem Thema gelesen und immer wieder gemerkt, dass ich als Historiker für manche Momente auf der Flucht keine empirischen Beweise finde. Zum Beispiel, was ist dieser Moment, wenn ich mein Haus verlassen muss? Also ich muss vor Krieg und Gewalt fliehen. Das hat keiner fotografisch festgehalten. Stellt euch doch noch mal kurz vor das Elternhaus. Diesen Moment, das ist ein so persönlicher, oftmals auch ein hektischer Moment. Was nehme ich in diesem Augenblick mit? Von Angst getrieben. Von Angst getrieben. Und das sind diese Momente, wenn sie nicht über Zeitzeugen, über Augenzeugenberichte überliefert sind, vermag es dann eben oftmals die Belletristik und oftmals eben aus eigenem Erleben diesen Moment wenigstens ansatzweise für uns nachvollziehbar zu machen, wenn ich mein Haus verlassen muss und mich eben vielleicht nicht mehr umdrehen kann. Und ein zweites Beispiel ist eben tatsächlich diese Dimensionen nach dem Ankommen in dieser emotionalen Spannung zu bleiben. Was bedeutet Heimweh? Was bedeutet Trauer? Was bedeutet Verlust? Was ich auch empirisch ganz schlecht greifen kann. Und das vermag dann eben auch oftmals die Literatur. Und deshalb war es für mich immer wieder wichtig, anhand der Literatur auch zu überprüfen, liege ich richtig? Und das dann in Zusammenhang zu bringen und zu sagen, das ist eine so große und wichtige Quellengattung, die ich einfach bei diesem Thema und auch bei meinem Ansatz in keinster Weise ignorieren konnte. Wo sind Sie denn überall fündig geworden? Jetzt in der Belletristik? Ja, im Grunde genommen, wenn Sie sich den indisch-pakistanischen Konflikt anschauen, da habe ich Mantu genommen, also quasi einen aus Indien geflohenen Autor, der in Pakistan gestorben ist, im Exil, der diesen Wahnsinn des indisch-pakistanischen Konflikts beschreibt, aber auch in Kleinasien, wenn Sie armenische Autoren nehmen, wie Victor Gardon, der in seinem Roman Brunnen der Vergangenheit zeigt, also autobiografisch, was es bedeutet, als diese armenische Familie
aufbricht und nie wieder zurückkommt. Und keinem Menschen in der Familie ist es aber bewusst, dass es ein Abschied für immer sein kann, weil das einfach auch das Vorstellungsvermögen eigentlich übersteigt, dass man in diesem Augenblick eigentlich auch ein ganzes Leben hinter sich lässt. Und ich meine, wir können dann auch in die jüngere deutsche Gegenwartsliteratur gehen, wo wir von Christoph Hein, Christa Wolf, Günter Grass, Siegfried Lenz, viele, viele haben ja auch dieses Thema biografisch verarbeitet in der Literatur. Günter Grass hat einmal gesagt, dass er, glaube ich, nie zur Literatur gekommen wäre, wenn es nicht diese Zäsur des Heimatverlustes gegeben hat, was für ihn letztendlich auch eine Motivation war, zu schreiben. Und ich glaube, das ging sehr vielen Autorinnen und Autoren so, weil es einfach eine unglaubliche Herausforderung ist. Und Literatur ist vielleicht ein gutes Mittel auch der Verarbeitung oder der Reflexion wenigstens. Mhm. Ja. Wir wollen mal in den Publikumschat schauen. Tanja Hille, was tut sich da? Ja, es sind schon einige Fragen angekommen. Ich würde jetzt mal eine rausgreifen, die auch konkret in Ihr Buch geht. Und zwar ist die Frage an Herrn Kossert: Wie kann man als Historiker literarische Quellen nutzen, ohne dabei den objektiven wissenschaftlichen Blick zu verlieren? Ich finde, das geht wunderbar durch die, weil es einfach eine Vielstimmigkeit von Quellen ist. Und es ist ja auch vor allen Dingen nur eine Ahnung, es ist eine Anmutung, wie es gewesen sein kann, wenn quasi empirische Belege einfach fehlen. Ich kenne eigentlich kein Foto, was mir zeigt, wie eine solche Abschiedssituation aussehen kann. Und wir können es aber auch manchmal mit Quellen, mit empirischen Quellen nicht hundertprozentig erfassen, denn die sind ja auch subjektiv. Wer hat diese Quelle geschrieben? Wer hat sie verfasst? Wer zeichnet dafür verantwortlich? Und gerade bei diesem Thema merken wir insgesamt, wie schwierig es ist. Dieses Thema wird immer manipuliert, immer instrumentalisiert. Und bei diesem Thema hat auch fast immer jeder und jede ihre Wahrheit. Und das ist eben, deshalb finde ich einfach ganz wichtig, diese Vielstimmigkeit der Quellen auch heranzuziehen. Und das war für mich eben ganz wichtig, auch damit diese autobiografische Reflexion durch die Literatur wenigstens ansatzweise auch integrieren zu können, weil es einfach ein ganz großes Quellenkonvolut ist. Eine dazu passende Frage aus dem Chat würde ich da gerne nachschieben, auch weil Sie jetzt gesagt haben, es geht um eine Vielstimmigkeit und dass überall ja auch eine eigene Wahrheit drin steckt. Da kam hier die konkrete Frage, was sind denn trotz dieser individuellen Fluchtgeschichten auch die Gemeinsamkeiten all dieser Geschichten? Ja, das ist eben zum Beispiel so eine Erfahrung. Was bedeutet es, wenn ich 5 Minuten Zeit habe, was nehme ich mit auf eine Flucht? Diese Frage müssen sich alle Menschen stellen. Und der Unterschied zu einer Reise ist bei der Flucht, dass es fast nie in der Geschichte eine Rückkehrmöglichkeit gibt. Was man vergessen hat, ist unwiederbringlich verloren. Und alleine diese Dimension sich vorzustellen, das übersteigt eigentlich auch unser Vorstellungsvermögen. Herzlichen Dank. Sehr gute Fragen aus dem Publikumschat. Wir werden gerne die eine oder andere natürlich immer wieder aufnehmen. Ich würde ganz gerne auch David Kamani fragen. Diese Verquickung von literarischen Quellen, wie wir hörten, als Seismograf der leisen Zwischentöne und tatsächlich historischen Quellen in dem Buch von Andreas Kossert. Worin liegt für Sie da der Mehrwert? Wie bewerten Sie diese Verquickung, diese Verzahnung? Ja, vielleicht auch nochmal die Frage aus dem Chat aufzugreifen. Also Literatur, also zu meinen, Literatur sei nicht objektiv, die sei da subjektiv und die Fakten seien objektiv. Ich glaube, wenn wir nur die Nachrichten hören, wenn wir nur die Fakten haben, die Zahlen, dann sie haben ja keine objektive Wahrheit, sondern eine sehr, sehr eingeschränkte Wahrheit. Und die Literatur füllt quasi diese Zwischenräume auf. Die ist nicht falsch, die ist, also das ist so, da muss ich ein bisschen die Literatur, auch das alles, was ich gelesen habe, verteidigen. Ohne die Literatur im Gepäck hätte ich überhaupt nicht begriffen, was auf der Balkanroute passiert, was in Nordafrika passiert. Das ist ja das, was einen dann auch
immer wieder auch sich selbst fragen lässt, wie kommt es, dass man diese Geschichten, die jetzt im Augenblick dort stattfinden, in Izmir, in Tanger, auf all diesen Routen, die eigentlich kennen wir die alle aus der eigenen deutschen Literatur. Diese provisorische Existenz, also all das, all die Gestalten finden sie heute und wir haben sie nur aus der eigenen Literatur vergessen. Dabei sind sie da und die Literatur ist da nicht subjektiv oder irgendwie eingeschränkt, sondern ich würde sagen, sie ist sehr, sehr genau. Ich will ein Beispiel nennen. Anna Segers Transit. Petzold hat einen sehr, sehr starken Film gedreht, auf der Grundlage des Buches, hat es in eine Art Zukunft verlegt, diese Fluchtgeschichten. Da gibt es etwas, das ist mir sofort aufgefallen, als ich den Film jetzt wieder sah. Da wurde gesagt, was ist eigentlich das Demütigendste an dieser Flucht? Also nicht, was ist das, was wirklich diese Flüchtlinge so am allermeisten bedrängt, also abgesehen natürlich von der materiellen Not. Und da sagte eine Frau, und das war etwas, was ich eins zu eins in Tanga gehört habe, aber nicht begriffen hätte, wenn ich nicht diesen Film sagen oder dieses Buch vorher gelesen hätte, dass das Demütigendste ist, dass jeder an uns vorbeischaut, dass niemand uns in die Augen schaut. Und das ist nur ein Beispiel dafür, wie Literatur eher die Augen öffnet für diese Schicksale. Oder zum Beispiel etwas, was ich auch immer wieder selbst wahrgenommen habe, dieses Bemühen, irgendeine Art von bürgerlicher Existenz, das Bemühen um Reinlichkeit, das Bemühen, um irgendwie den Kindern noch ein bisschen Schulunterricht zu geben auf der Flucht, dass all das irgendwie zu beweisen, man ist etwas Nützliches, man könnte etwas Nützliches sein für diese Gesellschaft, wo ja auch etwas, die es nicht beweisen müssen, ist ja auch etwas Schlimmes, stellen Sie sich vor, wir müssten uns jeden Augenblick beweisen. Und ich glaube, all das würden wir gar nicht begreifen ohne Literatur, ohne den Film, ohne all das, was Kunst macht. Denn wenn wir nur die Zahlen nehmen oder politikwissenschaftliche Analysen, da begreifen wir diese tiefen Dimensionen gar nicht und wir begreifen auch gar nicht das, was sich vor unseren eigenen Augen in Köln, in Berlin, am Mittelmeer, auf den Kanarischen Inseln, beim Urlaub, wenn da plötzlich Flüchtlinge am Strand landen, all das, was da passiert, das erzählt uns Literatur. Ja, von dieser Demütigung, von der Sie gerade sprachen, lesen wir auch ganz viel in Ihrem Buch, Andreas Kossert, eben dieses den Menschen nicht in die Augen zu schauen. Irgendwie scheint ja das Thema Flucht auch was in jeder Existenz zu berühren, was wir ablehnen. Auch dafür finden Sie Erklärungsmuster. Warum ist denn das eigentlich so? Ja, diese Frage habe ich mir immer wieder gestellt, warum sich dann auch Muster der Ausgrenzung gegenüber Flüchtlingen wiederholen. Ich glaube tatsächlich, dass Flüchtlinge uns auf einer Metaebene tatsächlich irgendwo auch berühren. Und deshalb reagieren wir vielleicht auch besonders ablehnend, weil sie etwas erleben, durchleben, was uns auch blühen könnte. Und ich glaube, dass das, also wir haben, glaube ich, trotz allem, ich bin kein Anthropologe, aber irgendeine Vorstellung, dass auch wir, was Sie gerade auch über Ihre Familie gesagt haben, es gibt Familienüberlieferungen, wo einfach Flucht fast konstitutiv ist, aber wir versuchen es zu verdrängen, wie Navid Kamani es gerade gesagt hat. Flüchtlinge ist ja oftmals eigen, dass sie sich überanpassen, nicht auffallen wollen. Also das ist sowas, ja, so eine Eigenassimilationsleistung. Und ich glaube, dass da wirklich etwas begründet liegt. Es kann auch uns passieren. Und deshalb ist es natürlich auch so, dass eben Flüchtlinge fast immer als Kollektive wahrgenommen werden. Also dass da auch noch so eine weitere Schutzmauer quasi eingezogen wird, damit man dieses erschreckend nahe Phänomen aber dann doch nicht zu sehr an sich heranlässt. Diese Urangst, die das offenbar in irgendeiner Weise berührt. Olga Krasnova, Sie haben sich ja in Ihrem literarischen Schaffen auch immer wieder mit diesen Themen Flucht, Vertreibung, Migration, Herkunft, Identität auseinandergesetzt, um nochmal so auf das Literarische zu sprechen zu kommen. Wie sehr prägt das Ihr Schreiben oder welche Rolle spielt das Schreiben für Sie persönlich, für die Verarbeitung all dieser Themen? Nichts, was ich schreibe, ist eigentlich autobiografisch. Und um nochmal auf die Frage von vorhin aufzuknüpfen, meine literarische Recherche basiert eigentlich auf historischen Büchern, deswegen fand ich das eigentlich so interessant. Und das ist, glaube ich, jedes Buch, sei es auch noch so
sei es auch noch so autobiografisch, ist das Ergebnis einer Recherche, und zwar einer sehr langwierigen Recherche, wo es auch oft einfach historische Bücher und politische Analysen dazu genommen werden. Nur ist es auch so, dass Literatur natürlich in völlig anderen Gesetzen gehorchen muss als das wahre Leben. Das, was noch im wahren Leben als ein Zufall verstanden werden könnte und genauso aufgeschrieben werden kann, wird in einem Roman nicht möglich sein, wo man natürlich automatisch davon ausgeht, dass dem oder der Autor nichts eingefallen ist. Also vielleicht noch maximal ein Zufall, aber auf gar keinen Fall zwei oder drei, woraus ja das wahre Leben besteht. Wir müssen immer mit Wahrscheinlichkeiten hantieren, und das muss auch natürlich auch immer noch in das Narrativ des Buches hineinpassen. Und das ist auch, ich stelle es mir so, nur so vor, ich glaube, wenn man ein historisches Werk oder auch ein literarisches Werk schreibt, woran man immer arbeitet, ist ein gewisses Narrativ. Und das ist natürlich niemals völlig objektiv und kann es auch gar nicht sein. Und dennoch, wenn Sie sagen, es ist kein biografisches Schreiben, ich könnte mir schon vorstellen, dass aber solche Themen, wie wir sie heute auch besprechen, rund um Flucht, Vertreibung, Gewaltgeschichten, Herkünfte, Identitäten, dann doch auch reinspielen in Ihre Literatur, sonst wäre es kein Text von Olga Krasnova, wage ich jetzt einfach mal die These. Können Sie uns so ein bisschen dieses Spannungsverhältnis nochmal aufdröseln? Was haben Sie da selber bei sich entdeckt? Ja, natürlich. Ich glaube, ich habe als Kind die Pogrome in Armenien nicht wirklich mit angesehen, aber miterlebt. Und das ist natürlich etwas, was staatlich organisierte Gewalt ist, etwas, was mich seitdem immer wieder beschäftigt. Oder auch, das ist auch die Erfahrung meiner Großmutter, die natürlich in der Familie weitergegeben wird, wie auch die Erfahrung jeder einzelnen jüdischen Familie, aus der ich stamme. Also es gibt einfach sehr viele Erfahrungen, die natürlich sich in die Familiengeschichte einschreiben, die immer wieder weitergegeben wird. Und diese Ursache, wie kommt es überhaupt dazu, ist natürlich etwas, was mich beschäftigt. Und das ist durch meine Biografie begründet, aber nichts, was ich aufgeschrieben habe, hat sich auch nur annähernd so in meinem Leben abgespielt. Aber es ist natürlich, dass mein Interesse für bestimmte Themen ist biografisch. Wir werden gleich noch mal ein bisschen in den Publikumschat schauen, aber das bringt mich noch mal auf ein Thema, was ja auch wichtig ist. Ich kann mir vorstellen, Andreas Koster, dass Sie sich auch noch mal gefragt haben, wie Sie einzelne Fluchtgeschichten kontextualisieren, weil Olga Krasnova gerade von ihrer jüdischen Geschichte auch noch mal sprach. Macht es für Sie einen Unterschied, wer da flieht und in welchem politischen Kontext, ob es eben jüdische Flüchtlinge sind oder Deutsche, die durchaus auch den Arm gehoben haben und einen Hitler gewählt haben. Also wie ist damit umzugehen? Also das ist, glaube ich, also ganz, ganz wichtig. Und ich habe, das Buch fällt ja eigentlich in zwei Teile. Die historische Kontextualisierung am Anfang über 100 Seiten, um nachher die individuellen Geschichten auch entsprechend einordnen zu können. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, gerade auch aus der deutschen Perspektive, dass wir eben sehen, dass in diesem Land Flucht und Vertreibung im 20. Jahrhundert eine lange Vorgeschichte haben und nicht nur durch die 14 Millionen, die nach dem Krieg als Folge des Zweiten Weltkrieges und des Zivilisationsbruchs in das verbliebene Deutschland gekommen sind, sondern auch da zu zeigen, im 1933, eines meiner Lieblingskinder-Jugendbücher war Judith Kers als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Und das ist ja auch für mich eine der wichtigsten Chiffren für Flucht gewesen, aus dieser Perspektive, dieses rosa Kaninchen, sie muss sich entscheiden, welche Stoff, du darfst nur ein Stofftier mitnehmen, aber sie entscheidet sich eben für ein anderes. Und das rosa Kaninchen bleibt dann bei Hitler zurück. Und ich finde einfach, dass man das auch in diesem immer kontextualisieren muss. Und das sind immer unterschiedliche Erfahrungen. Und trotz allem haben sie eben auch Gemeinsamkeiten. Was nehme ich mit und was lasse ich zurück? Und das, es ist eben wichtig, diese Sachen, diese Geschichten gemeinsam zu erzählen, aber immer auch die Kontexte, die unterschiedlichen Kontexte deutlich zu machen. Und vielleicht kann ich da auch noch ein anderes Beispiel anführen, wo wir natürlich auch wiederum merken, je weiter sich die Geschichte fortschreibt, und nach 2015 sehen wir ja auch, wie sehr oftmals auch hierarchisiert wird. Ja, wer sind die guten Flüchtlinge, wer sind die schlechten Flüchtlinge? Und trotz allem war es eben mein Ansatz, einfach mal bei allen unterschiedlichen Kontexten und Ursachen zu schauen, gibt es etwas, was
diese Erfahrung miteinander verbindet? Und was können wir daraus lernen, auch für das 21. Jahrhundert? Das, oder wenigstens einen Denkanstoß zu geben. Frage ich mal in die Runde, gleich den Publikumschat, keine Frage. Aber wie legitim ist das, Olga Grasnova, Navid Kermani, dieses doch Herausfiltern von Gemeinsamkeiten der Fluchterfahrung als solcher? Wie stehen Sie dazu? Erstmal Navid Kermani gerne. Das ist ja kein, also ich erlebe das nicht als ein Herausfiltern, sondern als einfach ein Beobachten und als ein Wiedererkennen. Also das ist gar nicht etwas, also mir geht das nicht so, dass ich da etwas Bewusstes herausfiltere, sondern etwas sehe und sozusagen mich selber erkenne. Jetzt nicht in dem spirituellen oder psychologischen Sinne, sondern meine eigene Geschichte. Und auch etwas über die Kultur, in der ich lebe. Also nehmen Sie nur auch etwa, die haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, im Buch kommt es vor, auch über die Religionsgeschichte. Also ist doch interessant, dass alle drei monotheistischen Religionen, andere Religionen wahrscheinlich vergleichbar, auf Fluchtgeschichten beruhen. Also alle sind geflohen. Also im Alten Testament, im Neuen Testament, im Koran wird dauernd geflohen. Und diese Struktur des Fliehens, also die islamische Zeitrechnung, setzt ein mit der Flucht. Im Christentum, im Judentum ist es ja kaum anders, dass diese eigentlichen Strukturen sind etwas, was in unserem eigenen kollektiven Archiv, in unserem kollektiven kulturellen Gedächtnis eingeschrieben sind. Und da würde ich auch Herrn Kostert recht geben. Ich glaube, dieses Verdrängen, das hat auch etwas damit zu tun, dass wir das Provisorische, unsere eigene Existenz, nicht wirklich wahrhaben wollen. Wir neigen eben dazu, würden gerne neigen nach Bindung, nach Festigkeit, nach einem Ort, wo wir sind, und wollen nicht wahrhaben, dass dieser Ort, dass wir eigentlich im Kern, im Grunde genauso provisorisch auf dieser, sowohl metaphysisch, aber eben auch sozial, sind wie andere auch. Das heißt, in den Flüchtlingen sehen wir, wenn wir genau hinsehen, eigentlich auch das Provisorische unserer eigenen Existenz. Das sind eigentlich unsere eigenen Geschwister, unsere eigenen Spiegelbilder. Das klingt jetzt ein bisschen vielleicht noch zu schön oder zu, es ist ja etwas sehr Brutales dabei. Und in unserem Wegschauen, und das betrifft ja dann auch unsere reale Politik des Umgangs mit Flüchtlingen. Dieses Wegschauen ist eben dann realpolitisch übersetzt etwas sehr, sehr Brutales. Und das erleben wir jeden Tag. Wahrscheinlich werden auch in dieser Sekunde, dieser Stunde, werden wir hier diskutieren, auf dem Mittelmeer Boote sein, Boote untergehen, Menschen sterben auf der Flucht. Aber nicht nur hier, auch in Asien, auf der Flucht vor Diktatur, vor Gewalt. Das ist etwas, was wenn wir es wahrnehmen würden, wahrscheinlich unsere eigene Existenz in Frage stellt. Und das passiert ja auch immer wieder dann, in dem Augenblick, wo uns dann etwas ergreift. Also nehmen Sie nur das Bild des Babys am Strand in der Türkei 2015. Das war ja etwas, wo die Welt aufgrund eines einzigen Bildes, sozusagen eines einzelnen Fotos, als ob es solche Fotos nicht vor oder nachher gegeben hätte. Aber da war das sozusagen nicht mehr zu leugnen. Oder nehmen Sie nur 2015 die Situation mit der Bundeskanzlerin, als die Flucht sozusagen hier auf die Pelle rückte in Gestalt eines palästinensischen Mädchens, dass in Tränen ausbrach vor ihr, die Hilflosigkeit von Frau Merkel, das war ja eigentlich unsere eigene Hilflosigkeit als Gesellschaft, dass wir das nicht mehr verleugnen konnten, und hat ja auch zu dieser großen gesellschaftlichen, emotionalen Aufwallung geführt, die aber dann eben, zwar im Herbst 2015, die aber dann auch wieder ganz schnell natürlich weggedrückt werden musste, weil man so, man mir das Gefühl hatte, so könnte man gar nicht leben auf Dauer. Mhm. Okay, Krasnova, auch an Sie nochmal die Frage der Kontextualisierung der politischen in dem Buch von Andreas Kossert. Navid Kermani hat uns schon so ein bisschen weitergebracht in dem Gespräch. Wir nehmen auch gleich die Fäden wieder auf. Aber wie stehen Sie dazu? Was lässt sich wie aneinander rein und gemeinsam erzählen? Es ist ein wunderbares Buch, durch das ich sehr viel gelernt habe, was mir bis dahin gar nicht bewusst war. Und natürlich gibt es das allgemeine kollektive Gedächtnis, auch was Flucht angeht, aber ich glaube, das ist auch trotzdem auch mitunter sehr lokal und auch immer noch wahrscheinlich sehr national. Zum Beispiel, wenn man das historische Narrativ über den Zweiten Weltkrieg und den Einmarsch der Wehrmacht bei Svetlana Alexejewitsch und bei David Grossmann
miteinander vergleicht, die beiden Werke, dann ist es wahnsinnig unterschiedlich. Es ist, als ob man völlig eine unterschiedliche geschichtliche narrative Geschichtsschreibungen eigentlich lesen würde. Und ich selber komme natürlich eher aus dem Narrativ, das auch Großmann beschreibt in seinem Buch. Und für mich war es zum Teil recht, bin mir nicht sicher, wie ich das ausdrücken kann, recht seltsam, teilweise auf derselben Seite die Geschichten von deutschen Flüchtlingen zu lesen, dann gleich natürlich auch nochmal eine jüdische Geschichte. Aber ich verstehe völlig, was Sie damit meinten. Und ich verstehe auch völlig, welchen Effekt das natürlich haben sollte, auch welchen literarischen Effekt, der dadurch erzielt werden soll. Für mich war das aber sehr seltsam, glaube ich, weil ich das auch noch nie in der Form gelesen habe. Direkt dazu, Andreas Kossert, oder wollen wir erstmal das Publikum hören? Ja, also ich finde das interessant. Das ist vielleicht auch genau das, was ich mir, sag ich mal, in dem Zuschnitt auch dann überlegt habe. Und dann ist es wiederum vielleicht für den Schlesier das Schwierige, neben einem Syrer erzählt zu werden. Also, und dann sieht man natürlich, dass sich über diese Erfahrungsgeschichten der Flucht immer wieder eine neue Schicht legt. Und trotz allem gibt es da eben Dinge, die sie verbinden, obwohl die Kontexte so anders sind und auch herausfordernd sind. Also das ist ja auch nicht, ich will ja auch niemanden entlassen aus dieser Herausforderung. Und ich finde das einfach wirklich wichtig, diese Spannungen auch auszuhalten, um gerade eben auch nationale Narrative zu überwinden, auch diese Opferkonkurrenzen wenigstens mal kritisch zu hinterfragen, welche Potenziale gibt es, die aus einer gemeinsamen Erzählung auch erwachsen können. Ja, und aus einer gemeinsamen Erfahrung, ja, Gewalterfahrung. Ja, genau. Ja. Zu der Frage müssen wir auch gleich noch kommen. Aber erst einmal Sie, liebes Publikum, ich bin gespannt. Tanja Hille, was ist denn da so alles im Chat zu lesen? Ja, die Debatte im Chat knüpft eigentlich genau an die Debatte, in der wir jetzt gerade auf dem Podium stecken, an. Es geht nämlich auch gerade darum, wie viele Gemeinsamkeiten hat diese Gruppe mit Fluchterfahrung, aber auch wie unterschiedlich sind die einzelnen Erfahrungen. Und da würde ich gerne einen Beitrag, natürlich kommen auch viele Gratulationen und Glückwünsche an Ihr Buch, Herr Kossert, die möchte ich natürlich auch gerne weitergeben. Und in einer Gratulation steckt auch eine schöne Aussage genau zu dieser Gemeinsamkeit. Da heißt es nämlich, dass dieses Buch durch die Verbindung von Literatur und Geschichte auch die Menschen aus verschiedenen Zeiten in demselben Schmerz verbindet. Also das als ein verbindendes Element, was im Chat gesehen wird, und eine konkrete Frage auch mit dem verbindenden Element, die sich daran anschließen würde: Können Flüchtlinge oder geflüchtete Menschen jemals sesshaft werden oder bleiben sie ein Leben lang Nomaden, und ist das die Verbindung im Geiste dieser Menschen? Gebe ich gerne ans Podium. Ja, herzlichen Dank. Das ist eine spannende Frage. Möchte dazu jemand spontan was sagen? Navid Kermani. Navid Kermani? Springen Sie uns jetzt förmlich an aus dem Bild? Nicht wirklich. Sie sind noch am Grübeln. Nein, also ich finde, das sind ja mal die interessanten Fragen, über die man einen Augenblick länger nachdenken muss. Aber ich glaube schon, dass das Flüchtlinge ankommen, dass das Flüchtlinge zu denen werden können, die dann auch später wiederum andere Flüchtlinge abhalten oder auf sie herabschauen. Also das ist ja auch ein interessantes Phänomen, was mir oft begegnet ist, aber was wahrscheinlich auch anderen begegnet, dass diejenigen, die getreten werden, nach unten noch weiter treten oder die ausgesperrt werden und dann wieder andere aussperren. Auch das ist ein verstörender Teil der menschlichen Psyche, der einem auch immer wieder in diesen Fluchtgeschichten begegnet. Und das möchte ich auch noch, vielleicht auch noch mal in einem Schwenker auch kurz noch mal sagen. Es gibt so eine Art von Romantisierung des Flüchtlings, nicht in dem Buch, aber doch in dem, teilweise in dem öffentlichen Gespräch über Flüchtlinge. Flüchtlinge sind ja keine besseren Menschen als andere Menschen. Also dass diese Romantisierung, dass der Flüchtlinge sozusagen per se irgendwie ein guter Mensch sei, dem würde ich sehr entgegentreten. Das habe ich auch nicht beobachtet. Die sind auch nicht schlechter. Es gibt also die ganze menschliche Komödie finden sie unter Flüchtlingen genauso wie unter Sesshaften. Und auch die Möglichkeiten der Verleugnung und Verdrängung, all das. Insofern ja, indem ich, wenn ich jetzt beim Reden nachdenke, ja,
Flüchtlinge können sesshaft werden und können dann genauso verbohrt und verbiestert werden wie diejenigen, die ihn vorher, die Flüchtlinge vorher abgewehrt haben. Ja, es gibt natürlich auch manchmal genau den umgekehrten Effekt, dass sich so ein Mensch, der sowas erlebt hat, sagt, sowas passiert mir nicht noch einmal. Auch das gibt es natürlich, weil dieser Punkt ist ja ein wichtiger. Viele Menschen meinen, die sowas erlebt haben, müssen doch jetzt die hochmoralisierenden, besseren, lupenreinen Menschen sein. Muss nicht sein. Auch wichtig, dass wir das angesprochen haben. Noch irgendwelche Gedanken auf dem Podium zu den Fragen aus dem Chat, Anmerkungen aus dem Chat? Wenn ich kurz darf, ich glaube, dieses Ankommen der Aufnahmegesellschaft hat auch sehr viel natürlich zum einen mit dem strukturellen Rassismus zu tun, der in der Gesellschaft vorhanden ist, aber dann auch noch nicht mal tatsächlich mit dem Heimatverlust, sondern mit dem persönlichen Traumata, die man mitbringt, durch die Gewalterfahrungen, die vielleicht gar nicht so viel mit dieser Heimatfrage zu tun haben, sondern tatsächlich einfach eine psychologische Hilfe erfordern. Ja. Andreas Kostert, war das auch eine Frage, die Sie sich gestellt haben? Heimat ist ein ganz zentraler Begriff in Ihrem Buch. Mhm. Auf den müssen wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Mhm. Ja, welche Überlegungen hatten Sie dazu? Also ich finde das immer wieder spannend zu sehen, wie sich dann auch trotz allem nach dem Ankommen auch gewisse Sachen immer wiederholen. Was Navid Kamani eben angesprochen hat, dass Flüchtlinge keine besseren Menschen sind. Mir ging es darum, zu zeigen, einen radikalen Perspektivwechsel mal aus der Perspektive von Flüchtlingen, aber sie eben auch nicht in einen permanenten Opferstatus hinein zu definieren. Denn wir sehen eben genau, es geht immer wieder um das alte Spiel von Inklusion und Exklusion. Und wer darf mitspielen und wann ist man angekommen, wann gehört man dazu? Und das ist eben tatsächlich das Spannende bei der Flucht und auch beim Ankommen, es ist immer ein Prozess. Und ich finde deshalb auch ganz wichtig, dass wir diesen prozessartigen Charakter dieses Ankommens eben auch akzeptieren, dass wir nicht ungeduldig werden, weil das eben einfach auch zu diesem radikalen Verlust auch dazugehört. Manche kommen gut an, nach außen gesehen, manche verharren im Exil, mental, und manche passen sich fast mit einem Übereifer an und an die bestehenden Verhältnisse. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten auch des Ankommens. Und auch da finde ich es einfach wichtig, diese Zwischenräume auch immer wieder in den Blick zu nehmen. Gerade wenn wir uns deutsch-jüdische Biografien anschauen, wo man sieht, eben wie viele gerade die im Exil verharrten und einfach nie angekommen sind. Also das ist einfach, weil man ihnen alles genommen hat, an was sie geglaubt haben, weil man sie auch aus ihrer Sprache vertrieben hat. Also auch das finde ich einfach immer wieder auch wichtig, diese Frage, wenn man nach außen keinen Unterschied mehr sieht, können Flüchtlinge, Vertriebene, Entwurzelte weiterhin im Exil verharren. Und das muss man eben auch erspüren. Das ist nicht auf den ersten Blick oftmals so sichtbar. Ich möchte gerne in der letzten Runde unseres Gesprächs nochmal auf diesen Begriff Heimat kommen. Der Hauptteil des Buches ist nämlich überschrieben mit Heimat, von den Ambivalenzen eines Gefühls. Und wie wir wissen, ist der Heimatbegriff ja hochpolitisch und immer wieder sehr kontrovers diskutiert, auch umstritten. Wird ausgrenzend verwendet. Andreas Kostert, warum ist der Heimatbegriff dennoch auch so zentral für Ihr Buch? Das ist ein kleines Missverständnis. Dieses Heimatkapitel Ambivalenzen eines Gefühls ist tatsächlich nur so ein Transmissionsriemen zwischen beiden großen Kapiteln. Also ich wollte das da vor die individuellen Erfahrungskapitel stellen, um einfach zu beschreiben, dass alle Flüchtlinge, die zwangsweise ihre Heimat verlieren, etwas verlieren. Und mir ist es völlig egal, ob man das Heimat nennt oder nicht, aber es gibt etwas, ich sage es mal, eine Leerstelle. Es gibt eine Leerstelle und jeder von uns hat einen völlig individuellen Zugang zu diesem Thema, was das bedeutet. Es kann ein Geruch sein, es kann ein Ort sein, es kann ein Gefühl sein, aber alle Flüchtlinge verbindet diese Leerstelle. Und deshalb finde ich es immer interessant, wir können uns
vortrefflich über Heimat streiten. Es gibt mittlerweile seit 2018 auch ein Heimatministerium in Deutschland. Aber das sind für mich manchmal so, ich sag mal, Luxusdebatten in Feuilletons. Was ist Heimat? Ja, aber egal, ob wir es Heimat nennen, aber Flüchtlinge müssen sich zu dieser Leerstelle verhalten. Und das war mir einfach wichtig, dass auch nochmal ganz klar zu machen, das ist etwas anderes, das ist eine Frage, die alle Flüchtlinge verbindet. Wir können es auch Identität nennen. Was bedeutet meine alte Identität für mein neues Leben? Wie viel bin ich bereit, davon mitzunehmen? Oder ist auch die alte Identität konstitutiv in meinem neuen Leben, weil sie natürlich auch etwas damit mit Selbstbehauptung zu tun hat, mit ich weiß, was ich verloren habe. Erst den Rücken kehren, wenn ich eine hatte, sozusagen. Genau. Jean Améry hat das irgendwie ganz schön auf den Punkt gebracht. So in etwa. Man muss Heimat haben, um sie nicht nötig zu haben. Ja? Genau. Und genau dieser, und das ist eben genau das, ist eigentlich in diesem einen Satz zusammengefasst, was es ausmacht, erzwungenermaßen diese Heimat zu verlieren oder diesen Ort oder dieses Gefühl und dass wir uns dazu verhalten müssen. Und das finde ich einfach wichtig, dass dieser Referenzpunkt Heimat oder Heimaten eben eine ganz große Rolle für alle, für jede Biografie spielt, die von dieser Erfahrung eben geprägt ist. Für jede Biografie, aber letztlich auch für jede Gesellschaft. Deswegen möchte ich Sie abschließend alle drei nochmal fragen, wenn wir von dieser Leerstellenerfahrung eben ausgehen, wie auch immer wir sie jetzt nennen, Heimatbegrifflichkeiten, aber diese Fluchterfahrung, wenn wir sie jetzt einfach mal akzeptieren, ihr in die Augen schauen, dann stellt sich ja schon die Frage, was diese Erfahrung und auch diese Zerrissenheit für moderne, plurale und auch letztlich offene Gesellschaften bedeutet. Lässt sich daraus irgendetwas Positives ziehen? Klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam in dem Zusammenhang, aber gibt es ein Potenzial in dieser Erfahrung, die uns möglicherweise auch im Hier und Jetzt weiterhilft, offene Gesellschaft zu denken, Olga Krasnova? Ich finde diesen Begriff mit den Leerstellen wunderschön. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was so wichtig ist. Und das immer wieder zu betonen, das ist klar, das sind natürlich Leerstellen, das ist eine sehr individuelle Erfahrung, die aber natürlich auch für alle gilt. Der Heimatbegriff an solch ist, finde ich, oft politisch gesehen problematisch. Aber das ist natürlich eine Debatte, die einfach politisch geführt wird, wie zum Beispiel wie im letzten Krieg oder im letzten der vielen Kriege zwischen Aserbaidschan und Armenien, wo Bergkarabach auf einmal zu einer Heimat für zwei Länder wurde, was vorher überhaupt nicht der Fall war. Und es ist natürlich wichtig für die Geflüchteten von dort, aber nicht unbedingt für das Nationalverständnis eines ganzen Landes. Und das ist kein Grund, um deswegen nochmal Leute sterben zu lassen, die eigentlich nicht involviert sind. Und auch in Deutschland ist es natürlich auch oft ein Begriff, der ausschließend wirken kann. Und auch im russischen Diskurs, sobald auf Begriff Heimat, der natürlich nochmal völlig anders konnotiert ist im russischen Feld, geht es immer darum, irgendeine kriegerische Handlung zu rechtfertigen. Und ich meine, das ist sowieso wahnsinnig schwierig, überhaupt einen Begriff dafür zu finden. Man kann natürlich auf den Heimatbegriff zurückgreifen, man kann versucht, diese Leerstelle immer weiter zu füllen, aber es tatsächlich einen Begriff zu finden, ist fast eine unmögliche Aufgabe. Und nochmal zur Frage, was wir möglicherweise aus dieser Erfahrung für plural denkende, offene Gesellschaften mitnehmen können, um sie weiterzudenken, um fortschrittlich zu denken und zu handeln. Gibt es da etwas, was Ihnen dabei wichtig wäre? Es gibt ja das wunderbare Konzept der Staatsbürgerschaft. Und wenn man einfach den Zugang zu der Staatsbürgerschaft in Deutschland erleichtert und zum Beispiel alle Kinder, die in Deutschland geboren sind, als Deutsche von Anfang an begreift, wäre, glaube ich, viel geholfen. Navid Kamani, auch von Ihnen nochmal die Frage, was ziehen wir aus dieser Menschheitserfahrung Flucht für eine offene Einwanderungsgesellschaft? Ja, ich glaube, wir haben noch nicht diese Diskussion, das passiert noch nicht ausreichend, auch gesehen. Wir haben über viele Probleme gesprochen, die auch bestehen, und über die Demütigungserfahrung und vieles andere mehr. Aber Flüchtlinge haben ja sehr oft, nicht immer, aber sehr oft eine unglaubliche Stärke.
Also deshalb ist eine Gesellschaft wie die amerikanische so voller Kreativität über viele Jahrzehnte gewesen. Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, es war nicht in allen Fällen Flucht, es war auch Migration, dass diese Menschen was hinter sich haben, dass sie den Wert dessen, wo sie angekommen sind, die Freiheit, die sie dort hatten, ermessen, dass sie eine unglaublich stark geworden sind, auch durch diese Erfahrung, die sie hatten, durch diese schmerzhafte Erfahrung. Und das beobachte ich auch immer wieder bei Flüchtlingen, eine Art schier unmenschliche Stärke teilweise, wie sie, ich bewundere das ja auch immer an der Generation meiner eigenen Eltern, nicht nur meine eigenen Eltern, aber auch diese Gastarbeitergeneration, die mit nichts gekommen ist und es geschafft hat, hier ein Leben aufzubauen. Also das sind ja eigentlich, oder mein eigener Großvater, der als Kind, als 13-, 14-Jähriger aus Isfahan nach Teheran an die amerikanische Schule gegangen ist, das war damals auch eine große Reise. Und diese Erfahrung, wenn sie gelingt, also wenn man ankommt irgendwo, kann die ankommende Gesellschaft enorm bereichern. Ich will ein konkretes Beispiel nennen. Wir, die in Deutschland nach dem Krieg groß geworden sind, haben ja eigentlich keinen Begriff, es sei denn natürlich die Ostdeutschen, aber in Westdeutschland jedenfalls, keinen eigentlichen Begriff mehr von Krieg, von Unfreiheit, von all das. Wir sind dadurch ja auch sehr, um es mal salopp zu formulieren, auch bequem geworden. Wir wissen gar nicht oft, wofür wir eigentlich kämpfen müssten. Ich glaube, da kommt etwa durch Menschen, die aus die Kriegserfahrung haben, die es geschafft haben, die auch körperliche Strapazen, Risiken hinter sich haben, kann da ein enormer Schub auch an Energie, an Kreativität in eine Gesellschaft kommen. Das kann man nicht verordnen, das kann man auch nicht genau bemessen, aber das ist etwas, was ich immer wieder auch beobachtet habe, dass gerade die Gesellschaften, in der viele Fluchterfahrungen sind, in der viele Menschen sind, die das hinter sich haben, oft diejenigen sind, die dann auch entschlossener in die Zukunft, für die Zukunft arbeiten und gar nicht so sehr im altruistischen Sinne, dass sie jetzt alle bessere Menschen sind, aber dass sie einfach ihr Leben in die Hand nehmen. Das ist etwas, was, glaube ich, beinahe jeder Flüchtling macht, der diesem Leben, der das Leben in die Hand genommen hat. Und das ist etwas, was, glaube ich, auch überall auf der Welt zu diesen gemeinsamen Erfahrungen oder Beobachtungen gehört und eben auch in Deutschland, dass diese Flucht bei allen Problemen, die sie hat für die Flüchtlinge und für die aufnehmen, aber doch auch etwas enorm Bereicherndes und Stärkendes sein kann. Ja, das könnte es sein. Es hat dann doch irgendwelche Potenziale, aber es wird natürlich nicht von allen so gesehen, Andreas Kossert. Deswegen, was kann auch Literatur möglicherweise da schaffen, um genau auch solche Bereicherungsaspekte noch einmal ein wenig herauszuarbeiten und auch für politisches Handeln, für gesellschaftliches Denken eine Bereicherung zu sein? Also ich habe ja dieses Zitat von Rupert Neudeck, in jedem von uns steckt ein Flüchtling, einfach auch noch mal ein bisschen versucht breiter zu fassen. Und wenn wir einfach uns, also bereit sind, auf diesen Perspektivwechsel mal einzulassen und einfach zu sehen, wie diese deutsche Gesellschaft allein von Flucht, Migration, Heimatverlust bestimmt ist, wie viele Millionen Menschen diese Geschichten biografisch in sich tragen, aus völlig unterschiedlichen Kontexten, wäre für mich einfach auch eine wichtige Erfahrung, sich diese Geschichten tatsächlich zu erzählen. Und diese Geschichten sind in dieser Gesellschaft und ich habe das, wir haben da vorhin drüber gesprochen, sie sind da, aber sie funktionieren eben immer noch nicht gemeinsam. Sie werden in ihren Milieus vielleicht gepflegt, manchmal auch gewisse Opfernarrative, aber es gibt eben etwas Verbindendes. Und das war ja für mich zum Beispiel auch diese spannende Erfahrung, als ich mich insbesondere mit griechischen Gastarbeiterbiografien beschäftigt habe, zu sehen, wie viele dieser sogenannten Gastarbeiterfamilien letztendlich auch einen Zwangsmigrationshintergrund haben, die eigentlich aus Kleinasien kamen und im heutigen Griechenland eigentlich Jahre und Jahrzehnte in Lagern gelebt haben. Und dann war die Option, in die Bundesrepublik zu gehen, nachher attraktiver als in Griechenland zu verbleiben. Also, dass wir sogar auch dort, wo wir vermeintlich nur Migration sehen, also Arbeitsmigration, letztendlich sogar auch Flucht und Heimatverlust als Geschichte in den Familien haben. Und das könnte man unendlich eigentlich fortsetzen und zu sehen, wie sehr auch diese deutsche Gesellschaft einfach von diesen
unglaublich wichtigen Menschheitsthemen einfach bestimmt ist. Ja, das Thema könnte man unendlich fortsetzen, unser Gespräch sicherlich auch. Aber ich darf Ihnen erst einmal danken an dieser Stelle für den Austausch und das gemeinsame Nachdenken. Vielen Dank, Andreas Kossert, Olga Grasnova, Navid Kermani. Herzlichen Dank, dass Sie heute alle hier sind, virtuell oder auch physisch. Wir wollen gleich von der Jury erfahren, was sie an diesem Buch von Andreas Kossert denn so überzeugt hat. Dann ist der Vorsitzende, der Sprecher der Jury, das politische Buch, uns jetzt zugeschaltet, wie Sie sehen, hier neben mir auf dem Bildschirm. Und ihn möchte ich jetzt fragen. 222 Einreichungen gab es und unter diesen haben Sie eben als Jury dieses Buch von Andreas Kossert ausgewählt. Warum ist Flucht das politische Buch 2021? Ja, schönen guten Tag auch von mir und herzlichen Glückwunsch auch an Herrn Kossert. Andreas Kossert ist eine glänzend geschriebene Erzählung, möchte ich es fast mal nennen, über ein besonderes Thema gelungen. Ihm gelingt eine Einordnung in Sachzusammenhänge in einer unglaublichen Dichte, auch mit Blick auf die öffentliche Wirkung. Und dadurch werden eben gesellschaftliche Problematiken dem Thema zugeordnet und in einen politischen Rahmen gestellt, die so zumindest unserer Meinung nach noch nicht zu lesen war. Das besondere Verdienst des Autors ist es, Flucht ungeachtet der politischen, ethnischen und religiösen Zugehörigkeiten als Phänomen zu beschreiben und dabei einzelnen Menschen, Minderheiten und Gruppen auch eine Stimme zu verleihen. Und ich denke, dadurch, dass in dem Buch die vielfältigen Flüchtlingsschicksale uns nahegebracht werden, wir an ihrem Schicksal tatsächlich teilnehmen können, werden wir hoffentlich dazu angeleitet oder die Leser des Buches hoffentlich dazu angeleitet, eben Vorurteile abzubauen und vielleicht dadurch Deutschland zurückfindet zu einer Willkommenskultur, wenn man es so nennen will. Denn die des Sommers 2015, und das wissen wir jetzt 6 Jahre später, war ja zunächst mal nur oder ist zunächst für uns nur eine kurze Episode. Ja, herzlichen Dank dafür. Und wir merken auch am Chat, der im Übrigen hier weiterläuft. Und ich möchte mich natürlich auch, liebes Publikum, für Ihre vielen Fragen und Anmerkungen bedanken und auch meinen Dank aussprechen an Tanja Hille, die für uns diese Fragen gebündelt hat. Ich sehe hier aus dem Augenwinkel, wie dieser Chat noch weiterläuft mit vielen Glückwünschen. Offenbar gibt es ja auch ein ganz großes Interesse. Die Menschen fühlen sich angesprochen von dem Thema. Wer sollte das Buch lesen und warum, Werner Stephan? Ja, also man wünscht dem Buch sehr viele Leser aus einem breit gestreuten Spektrum. Gerade in einem Land wie Deutschland, das durch Flucht und Vertreibung vielfach gekennzeichnet und ja, auch von einzelentwurzelten Menschen geprägt ist, sollten dieses Buch eben tatsächlich viele lesen, die wahrscheinlich darin auch einen Großteil ihrer eigenen Geschichte wiederfinden. Schon allein, wenn es darum geht, dass man Gleichgültigkeit verliert gegenüber denen, die zu uns kommen. Wenn man sich betrachtet, die Biografien von entwurzelten Menschen, die trotzdem politisch und soziale Entwicklung mitgeprägt haben, dann denke ich, ist dieses Buch auch ein Ansporn, sich selber mit einzubringen und tatsächlich vielleicht umzusetzen, was möglich ist, aus eigenen Erfahrungen heraus an andere weiterzugeben. Und ich denke, das ist hier und sogar gattungsüberschreitend dargestellt worden und das ist vorhin ja schon mal angesprochen worden.
Das Buch könnte genauso gut ein Puzzle zu einer Literaturgeschichte der Flucht verstanden werden. Und auch das, denke ich, ist nochmal etwas, was ganz allen, die sich mit diesem Thema auch politisch auseinandersetzen, zu empfehlen ist. Und das sollte man wirklich im Auge behalten und für uns auch daraus lernen, wie wir in Zukunft mit diesem Thema auch umgehen können und wie wir es politisch auch umsetzen können. Darüber wollen wir heute auch noch kurz sprechen, aber möglicherweise kann dieses Buch auch eine Anregung sein, für einzelne Menschen mal in die eigenen Familiengeschichten zu schauen, auch zu schauen, welche Geschichten von Flucht, Vertreibung, Gewalt dort stattgefunden haben, sich darüber auch nochmal anders zu diesen Themen zu verbinden. Also, nun hatten Sie keine leichte Aufgabe, eben aus vielen sehr interessanten, sehr guten Büchern diesen einen Preisträger herauszusuchen. Sie haben es getan, aber was Sie auch noch anbieten, und das ist ein schöner Service, Sie stellen immer eine Liste mit Leseempfehlungen zusammen in Ihrer Juryarbeit. Was haben Sie denn da so alles draufgeschrieben in diesem Jahr? Ja, in diesem Jahr haben wir 7 Titel auf diese Liste gebracht. Auf der Liste erscheinen unserer Meinung nach herausragende Neuerscheinungen, die sich kritisch mit aktuellen politischen, gesellschaftspolitischen Fragestellungen auseinandersetzen und Denkanstöße geben. Und wir versuchen dadurch, diese Inhalte einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Wie ich schon sagte, 7 Titel, die von ihrer Thematik her ein breites sachliches Spektrum abdecken und vor allen Dingen auch von ihrer Aktualität beeindrucken. Ich möchte vielleicht 3 Titel nur hervorheben. Das zum einen ist ein Jugendbuch von Christina Schalmacher-Schreiber und Stefanie Marian, Wie viel wärmer ist 1 Grad? Und da wird eben sehr gut und sehr eindrücklich, kompetent und sachkundig beschrieben, was beim Klimawandel passiert. Und das eben als Buch nicht nur für Kinder und Jugendliche, eigentlich, sondern für alle, die wissen wollen, warum eben jetzt die Jugend der Welt, zum Beispiel Fridays for Future oder andere, auf die Straßen gehen und uns dieses Thema entsprechend auch nochmal bewusst machen wollen. Und das wird in diesem Buch, glaube ich, sehr gut getan. Das zweite wäre von Götze, Jörges und Pieper, die Klimaschmutzlobby. Gerade vor dem Hintergrund des Bundesverfassungsgerichts, das erst nach unserer Auswahl getroffen wurde, gewinnt das Thema noch eine stärkere Aktualität. Und das kann man im Übrigen auch an den Wahlprogrammen der verschiedenen Parteien, die jetzt ja auch genannt werden, durchaus nachvollziehen. Und von daher wird es unserer Meinung nach auch ein beherrschendes Thema im Bundestagswahlkampf werden. Und als drittes, wenn Sie mir das erlauben, möchte ich jetzt noch den inhaltsschweren, aber schmalen Band von Hans-Jochen Vogel nennen. Mehr Gerechtigkeit, wir brauchen eine neue Bodenordnung, damit nur so wird das Wohnen wieder bezahlbar. Vogel hat hier tatsächlich ein Testament, kann man es nennen, hinterlassen, dass sich tatsächlich nochmal mit diesem Thema beschäftigt und in das Bewusstsein der Öffentlichkeit rückt. Auch dieses Thema ist im Wahlkampf mit sicherlich virulent und wird entsprechend auch dargestellt werden müssen. Und ich finde, hier ist etwas auf 90 Seiten gelungen, das ganz eindeutig nochmal auf die Reform der Bodenordnung auch hinweist, damit Wohnen auch bezahlbar bleibt. Herzlichen Dank. Jetzt haben Sie uns neugierig gemacht, Werner Stephan, und danke für den Blick hinter die Jurykulissen an dieser Stelle. So, zu jeder Preisverleihung, liebes Publikum, gehört natürlich auch eine Festrede und die kommt heute von Serpil Midyatli. Sie ist stellvertretende SPD-Parteivorsitzende und Vorsitzende der SPD in Schleswig-Holstein und uns gleich zugeschaltet. Wir werden mal gleich schauen, ob wir sie hier nebenan auf dem Bildschirm sehen. Ja, da ist sie, Serpil Midyatli. Schön, dass Sie sich dazugeschaltet haben.
die Festrede für Andreas Kossert. Ja, moin, moin, vielen herzlichen Dank. Am liebsten natürlich auch gerne live dabei gewesen, aber vielen, vielen herzlichen Dank, dass es auch digital funktionieren kann in diesen aufregenden Zeiten. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Martin Schulz, sehr geehrter Herr Kossert, zunächst einmal auch von mir einen herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung, der Auszeichnung der Friedrich-Ebert-Stiftung, das politische Buch. Und ja, wir werden dann auch gleich sozusagen die Preisverleihung auch gemeinsam vornehmen, aber ich möchte tatsächlich noch einige einleitende Worte an Sie und natürlich auch an die Zuschauerinnen und Zuschauer richten. Vielleicht hat der ein oder andere ja auch gedacht, warum jetzt nochmal ein Buch über Flucht? Kennen wir denn nicht schon alles, alle Zahlen, Daten, Fakten? Sind sie denn nicht schon längst bekannt? Und auch die Verantwortlichen und die Absichten. Eben genau darum geht es in diesem Werk nicht. Sehr geehrter Herr Kossert, Sie haben sich dazu entschieden, die Menschen zu Wort kommen zu lassen, vor allem die Menschen, die hinter diesen Zahlen und den Daten und den Statistiken stehen und die fliehen mussten oder aber auch Vertreibung selbst erlebt haben. Und vorab haben Sie sich das Ganze in einen geschichtlichen und vor allem auch in einen literarischen Kontext gestellt. Wir haben das gerade eben ja auch in der Diskussion noch einmal erlebt, vor allem in den frühen des 21. Jahrhunderts. Und das macht dieses Werk, finde ich, besonders wertvoll. Es ist sehr, sehr einfühlsam und an vielen, vielen Stellen auch sehr nachdenklich. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass noch keiner aus Ihrem Buch zitiert hat, weil ich habe mir tatsächlich eine Stelle herausgenommen oder würde diese gerne zitieren wollen, weil ich finde, dass das sehr, sehr eindrücklich tatsächlich etwas beschreibt, was auch für die Geflüchteten, glaube ich, sehr, sehr wichtig gewesen ist, auch im Austausch oder wenn dann auch die Tagebücher gelesen worden sind. Ich zitiere: Viele der Stimmlosen erzählen eigentlich die ganze Zeit. Sie sind laut, wenn du ihnen nur nah genug kommst, um sie zu hören. Wenn du fähig bist, zuzuhören. Und wenn du das spürst, was du nicht hören kannst. Das sagt einer der Schriftsteller in ihrem Werk und das hat mich tatsächlich sehr, sehr berührt, weil, Herr Kossert, Sie haben den Stimmlosen eine Stimme gegeben und lassen uns, die Leserinnen, den Leser, teilhaben an den Erlebnissen, an den Gefühlen, der einhergeht mit ganz viel Schmerz, Leid, aber auch Tod, was viele tatsächlich erleben mussten. Das ist tatsächlich etwas, was für uns LeserInnen, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, hier einmal auch die Menschen zu hören, um die es wirklich geht, um die es gegangen ist, um hier dann auch die Erinnerung auch für sie wach zu halten. Sie haben vorhin gehört, ich komme und stamme aus Schleswig-Holstein, das ist meine Heimat und auch in Ihrem Buch geht es an einigen Stellen um Schleswig-Holstein, denn wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg sehr, sehr viele geflüchtete Menschen aufgenommen. Fast jeder Dritte in Schleswig-Holstein war ein Flüchtling und ich habe sehr oft Geschichten gehört, nicht vor 10, 20 oder vor 30 Jahren, sondern erst 2015, als wir die weitere Herausforderung hatten, Geflüchtete auszunehmen aus Syrien und dem Irak, dass viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, vor allem Ältere, bereit waren zu helfen, zu unterstützen und auch ihre Wohnungen und Häuser zu öffnen, weil sie erzählt haben, ich kenne dieses Gefühl, geflüchtet zu sein, anzukommen, aber in Wirklichkeit nicht willkommen zu heißen in einem Land, obwohl man sogar ja die gleiche Sprache gesprochen hat. Das ist ja auch nochmal etwas, was sehr deutlich wird in dem Buch, dass nicht die geografischen, kulturellen oder auch religiösen oder ethnischen Hintergründe alleine ein Grund dafür sein kann, dass Menschen sich nicht willkommen heißen, sondern tatsächlich alleine der Umstand, ein Flüchtling zu sein, einer, der nicht willkommen ist. Sehr geehrter Herr Kossert, Sie haben diese bewegenden Geschichten der Flucht erzählt, aber damit nicht genug, sondern es geht vom Thema Flucht zum Ankommen. Und ein Abschnitt, der mich persönlich auch sehr, sehr berührt hat, das ist der ganze Bereich Heimat.
wo es darum geht, wenn Menschen weggegangen sind und angekommen sind, aber vor allem, wie sie weiterleben und was das für ein Gefühl ist, wie sie weiterleben können und auch das Erinnern. Das fand ich ein sehr, sehr spannendes Kapitel, weil auch ich mich mit dem Heimatbegriff sehr, sehr lange, sehr intensiv auseinandergesetzt habe und kenne zumindest einen kleinen Teil davon, wie schwierig das ist, eine Identität zu finden, zu haben und dazugehörig zu sein. Aber die Geschichten von den Geflüchteten sind tatsächlich nochmal ganz andere, weil es nicht freiwillig geschehen ist. Und das ist, glaube ich, ein verbindendes Glied, was für alle Geflüchteten weltweit tatsächlich dann auch steht. Und vor allem stellen Sie die Frage, wann ist man denn angekommen? Ich hätte fast am liebsten geschrien, als ich diesen Teil gelesen habe, ja, wann denn? Wann ist man ein Teil der Gesellschaft? Und Nawed Kamani hat es vorhin ja schon gesagt, es gibt ja auch viele, viele positive Geschichten, die da sind. Aber ich glaube, dass die Älteren sich besonders schwer tun mit dem Ankommen und vor allem ein neues Heimatgefühl dann auch zu entwickeln. Eine Biografie aus einem Tagebuch, einen Brief von einem Vater aus Lauenburg erinnere ich jetzt gerade auch noch, wo er dann sozusagen in Sehnsucht an die Heimat dann gestorben ist, weil die Sehnsucht so groß und so stark gewesen sind. Alles Geschichten über Menschen, alles Geschichten über Schicksale und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie dieses Werk tatsächlich so in dieser Form auch geschrieben haben, um einen anderen Blick zu geben, den Perspektivwechsel für uns als Gesellschaft auch hinzubekommen, vor allem für uns auch in der Politik, dass wir dieses natürlich dann auch mit zu berücksichtigen haben. Und beim Lesen wird einem dann auch sehr, sehr deutlich, wie wichtig das ist, das Recht auf Asyl, das Recht, das Grundrecht der Menschen und vor allem auch unser Grundgesetz und wie wichtig die Aussagen sind, die Würde des Menschen ist unantastbar. Den Menschen eine Würde zu geben, eine Stimme zu geben, das ist ihnen tatsächlich gelungen mit ihrem Werk. Und ich möchte mit den Worten des Vorsitzenden Friedrich-Ebert-Stiftung gerne meine Festrede beenden und möchte mich ganz, ganz herzlich tatsächlich für dieses beeindruckende Werk bei Ihnen bedanken. Einige persönliche Worte noch. Es wurde ja viel gesagt, dass in jedem ein Flüchtling steckt. Ich habe, bevor ich Ihr Buch gelesen habe, Herr Kossert, immer gedacht, in mir ist eher die GastarbeiterInnen-Geschichte verborgen. Habe aber festgestellt beim Lesen, insbesondere der Bereich, als es um die kurdischen Geflüchteten geht. Mein Vater ist Kurde und mein Patenonkel ist aber assyrischer Christ. Und mit dem Lesen Ihres Buches ist sozusagen meine Geschichte nicht zu Ende, denn es ist tatsächlich ein Auftrag auch an uns, in die eigenen Geschichten zu gehen und zu fragen und zuzuhören, was Sie zu erzählen vermögen, vor allem auch aus der Geschichte, aus der eigenen Familiengeschichte heraus. Das war mir bisher so in dieser Form, in diesem Ausmaß, in den letzten Jahrhunderten nicht so deutlich geworden. Auch von mir ein ganz, ganz persönliches Dankeschön. Sie haben meine eigene Familiengeschichte hiermit auch sehr bereichert. Herzlichen Dank, Seppel Medjatli, für diese Festrede an Andreas Kossert, das politische Buch 2021, liebes Publikum. Und jetzt schreiten wir tatsächlich zur Preisübergabe, zur Preisverleihung. Und dafür bitte ich den Autor auf die Bühne, Andreas Kossert, gemeinsam mit Martin Schulz. So, jetzt haben wir eine Preisverleihung außergewöhnlicher Art, Herr Kossert. Aus Corona-Gründen muss ich Sie bitten, den Preis selbst entgegenzunehmen. Ich kann ihn Ihnen nicht verleihen. Aber wir können ihn vielleicht in die Kamera halten. Und Serpil, wenn du physisch hier wärst, könnten wir Herrn Kossert jetzt einrahmen. Vielen Dank für deine wunderbare Rede. Danke sehr. Ja, und jetzt wollen wir die Urkunde noch mal sehen. Die muss jetzt in die Kamera einmal bitte gehalten werden. Genau, und jetzt gibt es natürlich das ultimative Foto noch dazu. Das politische Buch 2021. Flucht, eine Menschheitsgeschichte von Andreas Kossert.
Ja, ich glaube, jetzt haben wir alle Fotos im Kasten. Super. Herzlichen Dank, herzlichen Glückwunsch. Ich muss gestehen, so eine Preisverleihung habe ich auch noch nicht erlebt. Also toll, außergewöhnliches Buch, außergewöhnliche Preisverleihung. Herzlichen Glückwunsch nochmal und vielen Dank. Und danke an alle Beteiligten. Danke für die symbolische Übergabe, Martin Schulz. Lass mal stehen, ne? Okay. Genau, wunderbar. Ja, aber Andreas Kossert würde ich doch gerne noch mal zu uns bitten. Und Serpil Mediati ist ja auch noch bei uns. Einen Aspekt sollten wir unbedingt noch aufgreifen, der schon so ein bisschen immer mal wieder angeklungen ist in allem, was heute gesagt worden ist. Aber Serpil Mediati hat ja noch mal gesagt, diese Faktoren, die wir lesen über Flucht und allem, was sich daraus ergibt, es stellt sich ja die Frage, wie das zu überführen ist in ein politisches Handeln, in ein politisches Bewusstsein, Serpil Mediati. Das haben Sie schon ein bisschen angedeutet. Welche Fragen sind es denn vor allem, die Sie da bewegen? In erster Linie geht es tatsächlich darum, dass, wenn wir Geflüchtete hier aufnehmen, das auch einhergehen muss mit Rechten. Das ist vorhin ja auch schon angedeutet worden. Und es ist kein vorübergehender Zustand, auch wenn viele sich das wünschen. Aber das Buch Flucht, die Menschheit, zeigt ja auch, dass die geflüchtet sind, auch wenn sie sich das wünschen, nur einen kurzen Zeitraum an einem Ort zu sein, an einem anderen Ort zu sein im Exil, dass sie doch über viele, viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, dann in der neuen Heimat dann sind. Und das Ankommen dementsprechend auch organisiert wird. Es geht einher mit Sprachkursen, es geht einher mit Zugang zu Bildungschancen, es geht einher mit Arbeit hier, dann aber auch die Anerkennung dann auch der bereits vorhandenen Abschlüsse. Es gibt einen ganzen Blumenstrauß von Dingen, die man als aufnehmende Gesellschaft machen kann, um auch ein Willkommenszeichen auch als Staat dann auch machen zu können. Und da sind wir leider noch nicht so gut. Viele würden ja wahrscheinlich denken, Sprache ja selbstverständlich. Jeder, der kommt, muss doch Sprache lernen. Ohne Sprache geht das gar nicht. Aber wir haben bis heute einen erschwerten Zugang für Geflüchtete, sondern es gibt nur aus bestimmten Ländern für Geflüchtete Zugang zu Sprachkursen und nicht für alle. Und das sind Dinge, die müssen wir tatsächlich ändern, weil aus der Geschichte heraus wir ja wissen, dass viele tatsächlich über viele, viele Jahre dann auch bleiben und auch bleiben sollen und sich auch wohlfühlen sollen natürlich. Andreas Kossert, auch an Sie die Frage, welche Handlungsempfehlungen ergeben sich aus dieser langjährigen und wirklich intensiven Recherche, die Sie da getätigt haben für dieses Buch für Sie? Das ist eine spannende Frage, die ich mir jetzt immer mehr stelle, gerade auch in dieser Corona-Zeit. Ich habe das Buch nie als Debattenbuch geschrieben. Ich wollte eigentlich für dieses Thema eine neue Nachhaltigkeit schaffen, dass wir einfach erkennen, dieses Thema, ob wir wollen oder nicht, wir müssen uns zu diesem Thema verhalten und es bleibt uns erhalten. Und das ist eben auch natürlich über diese deutschen Debatten hinaus, dass es eben ein globales Phänomen und auch eine globale Herausforderung ist. Und die großen Fluchtkatastrophen finden in diesem Augenblick eben außerhalb Deutschlands und außerhalb Europas statt. Und das finde ich auch immer wichtig, dass man das Globale und auch das Europäische auch immer zusammendenkt. Und dass diese Herausforderung im 21. Jahrhundert wahrscheinlich vielleicht noch schwieriger wird. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz gut, die Erfahrungen der Vergangenheit einfach zu kennen und vielleicht auch neu einzuordnen. Und wenn ich damit einen Beitrag leisten konnte, wäre mir das einfach schon genug. Offenbar braucht die Politik ihr Buch, wie wir gerade in vielen Beiträgen schon hören konnten. Und möglicherweise gibt es auch Anregungen. Vielen Dank für den kurzen Austausch, Andreas Kossert, Serpil Mediati. Herzlichen Dank und liebes Publikum, auch Ihnen vielen Dank fürs Dabeisein bei dieser Preisverleihung, die wir hoffentlich dann im kommenden Jahr wieder mit Ihnen hier vor Ort machen können, aus der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin. Das politische Buch 2021 geht an Andreas Kossert. Flucht, eine Menschheitsgeschichte, bei Siedler erschienen, und alles Weitere finden Sie dazu natürlich auch im Netz auf der Homepage der Friedrich-Ebert-Stiftung. Andreas Kossert, alles Gute, Serpil Mediati, Ihnen ebenso und uns allen Gesundheit, gute Nerven, viel Kraft. Bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.